Ja, guten Tag, ich begrüße euch zu diesem Informationsvideo, Kanalupdate, Let's Talk, was auch immer. Ganz kurz zu Beginn, was ist es überhaupt, warum mache ich das? Ich habe mir gedacht, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die den ganzen Kanal allgemein betreffen und nicht nur speziell ein Video, dass ich dann da ein extra kleines, kurzes Video dazu mache, so ja, Let's Talk, Informationsvideo, wie auch immer. Und ja, da möchte ich euch ein paar Dinge heute sagen. Das geht auch nur ganz kurz, vielleicht 4-5 Minuten. Und das erste Thema natürlich ganz aktuell, die COH-Server sind down. Man sieht es hier, ich bin noch in der alten Version. Gibt keine Möglichkeit, Statistik ist komplett draußen. Ich habe keine Freunde mehr. Ne, es klingt jetzt aber, sieht man ja. Also ich hatte ja da irgendwie ganz viele. Und ja, grundsätzlich habe ich mir jetzt gedacht, ich werde einfach mal irgendwie hier spielen. Dass für euch nicht so langweilig wird, einfach irgendwas machen, passt so. Und ja, also die CH-Server sind ja jetzt auf Steam und ich finde das sehr, sehr scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir geht es einfach so, ich habe in meinem Grundspiel an die 20 oder vielleicht ne 15 Mods im Laufe der 3-4 Jahre angesammelt und die möchte ich eigentlich schon noch ab und zu spielen. Und das sind auch Sachen wie Modern Combat dabei, was ich jetzt einfach nicht mehr online spielen kann. Oder auch East und Frontbit, also die Osttier und so. Einfach, ich finde es ziemlich scheiße und ich muss da, also ich lade gerade im Moment, diesen Moment, die Steam-Version runter. Ist gerade, glaube ich, bei, lass mich nicht lügen, ich glaube 60% oder so. Und ja, ich habe jetzt halt keine Ahnung, ich habe es konnte nicht probieren, ich weiß nicht, wie das ist, ob man da irgendeine Mod einfügen kann oder wie das funktioniert, ob man das einfach wie im normalen Company Virus so ins Verzeichnis rein kopieren kann, muss ich mal ausprobieren. Deswegen, bis auf weiteres, muss ich jetzt dann Modern Combat mal auf Eis legen, denn ich wollte ja da auf jeden Fall, also es war ja doch einigermaßen positiv, ist einigermaßen positiv ausgefallen und die Mod ist ja auch klasse. Was ich anbieten könnte, ist, dass ich im Laufe der nächsten Tage, und ich werde mich einfach mal schlau machen, wie das ist mit der Mod, ob man da im Steam irgendeine Mod einfügen kann. Und ich würde auf jeden Fall gern Modern Combat weiterspielen, also auch ein paar Folgen dazu machen. Aber ja, ich finde es einfach schade mit dem Steam-Umzug, denn das macht irgendwie einen Eindruck, als wäre das so richtig halbherzig gemacht worden, als wäre es dahin geklatscht worden auf Steam. Also ja, ich muss mal sehen, wie das mit den ganzen Mods funktioniert, ob ich das weitermachen kann. Also ich kann weiterhin hier offline spielen und kann offline meine Mods ausspielen. Also wenn einer von euch das wissen will, das könnt ihr ganz einfach machen. Ihr braucht halt nur die CD und dann könnt ihr offline spielen. Ja, nächstes Thema. Oder vielleicht noch kurz zu den Servern. Ich werde versuchen, einfach trotzdem noch ein paar Spiele zu casten. Replays gibt es dann und Replays kann man ja anschauen. Also da werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und ja, das nächste Thema, das hat auch damit zu tun, Company of Heroes 2. Ich bin, oder ich war in der Closed Beta von Company of Heroes 2, bin jetzt in der Open Beta und es tut mir leid, ich muss sagen, es ist einfach schlecht geworden. Also es ist nicht ein richtig schlechtes Spiel und so, aber ich kann momentan leider euch nicht empfehlen, das zu kaufen. Ich würde den Release abwarten und also ich habe leider keine Hoffnung mehr, dass sich da viel tut. Und es ist ja auch so, es gibt viele Leute, denen das gefällt bisher, die das gut finden und es wird auch vielen gefallen, aber ich denke mal, wenn ihr wirklich schon länger Company of Heroes spielt, dann seid ihr wirklich enttäuscht. Ich kann an dieser Stelle auch mal auf das Video von Fnatic hinweisen, der seine Meinung äußert. Ich diesen ganzen Argumenten, der redet da stundenlang, ich habe es mal angehört. Ich muss leider 90 bis 95% von dem, was er sagt, muss ich zustimmen. Das stimmt einfach. Es ist einfach. Ich finde es einfach richtig schlecht, Company of Heroes 2. Hat verschiedene Gründe. Ich werde das also nicht alles erläutern. Könnt euch das Video von Fnatic reinziehen. Eine Stunde nur geflamed, aber es ist alles korrekt, also stimmt alles, was er sagt. Deswegen, also ich werde auf jeden Fall das ab und zu mal versuchen zu spielen. Ich werde auch viele Videos dazu machen, aber eben dann nicht mit der Begeisterung und mit dem Umfang, wie ich das im Company of Heroes 1 mache. Dann das nächste, was auch noch kurz zu dem Steam-Umzug ist. Ich habe so den Verdacht, und da bin ich der Einzige, das stammt noch nicht von mir, dass East in Front von den Entwicklern Company of Heroes 2, dass es irgendwie als Konkurrenz angesehen wird und die versuchen alles, um das ein bisschen auszubremsen. Deswegen kann man bei der Steam-Version jetzt keine Fraktionen hinzufügen durch irgendwelche Mods oder so. Das heißt, zwangsweise muss East und Front, wenn es weitergehen soll, müssen die eine Fraktion oder müssen die zwei Fraktionen rausschmeißen.
und die dann durch ihre ersetzen. Das ist natürlich nicht so schlimm. Dann fliegt sehr wahrscheinlich die Briten fliegen raus und die PE, also die Pulse Force Einheiten. Das Problem ist einfach, also der Vorteil ist natürlich, erstmal der Vorteil immer das Positive zuerst, dass man dann auf jeden Fall mit den Russen und dem Osten, also mit den neuen Fraktionen, kann man dann leveln. Also dann habt ihr, das sind dann reguläre Fraktionen, mit denen ihr aufsteigen könnt. Da könnt ihr dann auch One-on-One Ranked spielen und so. Das Problem ist halt, also Eastern Front hatte den Anspruch, und das haben die sich immer zu Herzen genommen, das haben die immer versucht umzusetzen. Die wollten keine Mod sein, sondern ein Add-on, dass das Hauptspiel nicht verändert. Und das ist auch das, was ich so toll fand. Ihr konntet dann bisher trotzdem noch mit den Briten, mit der PE spielen, was auch immer. Und da waren auch einfach coole Konstellationen möglich, was mir auch sehr gefallen hat. Zum Beispiel mit Briten gegen Russen, mit Briten gegen Ostsee oder mit, ja, was ich, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das ist halt, also es wird momentan mit Hochdruck dran gearbeitet und es soll heute oder morgen ein Patch rauskommen, wo das dann irgendwie auf Steam läuft. Denn momentan ist einfach alles, was mit Company of Heroes zusammenhängt, was nicht über Steam geht, ist jetzt tot. Und ich will auf jeden Fall Company of Heroes weiterspielen. Ich will weiter das als Hauptthema in meinem Kanal machen. Und ja, ich denke mal, der beste Weg ist natürlich auch, wenn ich Eastern Front weitermache. Denn das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich denke mal, das ist auch das mit dem größten Potenzial. Nachdem COH 2 ja so fail ist, ist für mich Eastern Front der COH 2 Ersatz, muss ich einfach so sagen. Und da werde ich dann noch viele Videos dazu machen. Und jetzt eine Frage an euch mit dem Modern Combat. Also ich werde vermutlich noch ein paar Tage brauchen, bis ich das... also ich weiß, ich kann nicht versprechen, ob es überhaupt funktioniert. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da auskennt. Wenn ihr das die Version schon habt, ob man da irgendwelche Mods installieren kann, wie das genau funktioniert und so. Könnt mir mal die Comments schreiben und dann auch, ob ihr Modern Combat weitersehen wollt, ob ich da mehr Videos dazu machen soll. Und ich weiß nicht, also wenn es jetzt die nächsten paar Tage noch nicht klappt mit der Mod, würde ich eben vorschlagen, dass ich vielleicht noch einmal gegen die KI spiele und euch die Chinesen vorstelle, denn die Modern Combat KI ist auch nicht so extrem schlecht. Also einfach mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das wollt, ob ihr das noch weitersehen wollt, ob ich da mal vielleicht doch einmal noch gegen die KI spielen soll, etc. pp. Ja, das wär's dann soweit von meiner Seite. Habe jetzt doch ein bisschen viel geredet, wollte eigentlich gar nicht so viel sagen, aber ja, ich hoffe natürlich, dass ich bald wieder normale Eastern Company of Heroes Casts machen kann. Das auf jeden Fall hoffe ich, dass Eastern Front funktioniert auf Steam, dass es einigermaßen geht. Zur Not auch ohne Briten und PE, was soll's, mein Gott, konnte man eh noch nie leiden, ist zwar schade, aber ja, wenn es denn so kommen muss, dann kommt es so. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle zum kurzen Video. Ist ein bisschen was Neues, also mal mit einem Hintergrund hier, dass nicht so langweilig ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt viele Kommentare, was haltet ihr generell von dem Steam-Umzug? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Was haltet ihr von CR2, falls ihr die Beta schon kennt? Und ja, wie immer wünsche ich euch eine schöne Woche. Freue mich bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video und verabschiede mich dann. Ciao.